Seit Generationen sind Menschen auf der Suche, die Mysterien der hyperdimensionalen Physik zu verstehen und die Geheimnisse der Antigravitation zu lüften. Viele Wissenschaftler betrachten die Antigravitationstechnologie als den heiligen Gral des 21. Jahrhunderts. Eine einzige Technologie, die die menschliche Zivilisation vollständig verändern und ein neues Zeitalter auf der Erde und darüber hinaus einleiten wird. Dass eine solche Technologie möglich ist, wird durch die unzähligen UFO-Videos und Sichtungen auf der ganzen Welt untermauert. Kürzlich veröffentlichte sogar die Marine der Vereinigten Staaten mysteriöse Aufnahmen eines UFOs, das von Marinepiloten angetroffen wurde. Den Daten zufolge begann die NASA 1992 mit der Arbeit an der Anti-Schwerkraft-Technologie. Sie glaubten, dass ein Gerät, das um einen Supraleiter und einen Magneten herum aufgebaut ist, ein Objekt vor der Schwerkraft abschirmen könnte. Freigegebene Dokumente weisen darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ihre Antigravitationsforschung viel früher begonnen haben, bereits in den 1950er Jahren. Viele glauben, dass die US-Regierung nach dem berüchtigten Roswell-UFO-Absturz im Jahr 1947 begann, Milliarden von Dollar für die Nachkonstruktion außerirdischer Technologie auszugeben. Seltsamerweise wird der US-Marineminister als Verantwortlicher mehrerer bahnbrechender Luftfahrttechnologien aufgeführt, die von Luft- und Raumfahrtingenieuren patentiert wurden. Zum Beispiel wird ein mysteriöser Mann namens Salvatore Pace als Erfinder von 4 mehrdeutigen Patenten genannt, für die US-Marine der Rechtsnachfolger ist. Ein bizarr geformter Hochfrequenz-Gravitationswellengenerator, ein piezoelektrizitätsinduzierter Hochtemperatursupraleiter, ein Generator für elektromagnetische Felder und ein Verfahren zur Erzeugung eines elektromagnetischen Felds, das Asteroiden ablenken könnte und, vielleicht am seltsamsten von allen, ein Fahrzeug, das ein Gerät zur Reduzierung der Trägheit verwendet, das im Patent als Hybridflugzeug für Luft- und Raumfahrt Unterwasserfahrt beschrieben wird. Die physikalischen Mechanismen, die mit dem Trägheitsmassenreduziergerät aktiviert werden, können als Tauchboote fungieren, die extreme Unterwassergeschwindigkeiten erreichen können. Es gibt einen Mangel an Wasserhautreibung und verbesserte Tarnfähigkeiten. Dieses hybride Fahrzeug würde sich aufgrund der gekoppelten Effekte der durch elektromagnetische Felder induzierten Abstoßung von Luft- und Wasserpartikeln und der Polarisation der Vakuumenergie mit großer Leichtigkeit durch die Medien Luft, Weltraum und Wasser bewegen, indem es in einer Vakuumplasmablase oder Hülle eingeschlossen wäre. Während alle relativ ausgefallen klingen, wurde Letzteres vom leitenden technischen Offizier des Marineluftfahrtunternehmens persönlich bestätigt. Der behauptete, die Chinesen würden bereits ähnliche Technologien entwickeln. Obwohl die USA nicht zugegeben hatten, ein solches Fahrzeug zu besitzen, haben unzählige Menschen ein seltsames dreieckiges UFO am Himmel gesehen, das genau wie das mysteriöse Fahrzeug aus dem Patent aussieht. Aber wenn es immer noch Zweifel gibt, werfen Sie einen Blick auf dieses Google Earth-Bild, das vor ein paar Jahren in Australien entdeckt wurde. Folgen Sie jetzt natürlich den Koordinaten und Sie werden feststellen, dass das mysteriöse Objekt vor Google Maps versteckt wurde, was es noch verdächtiger macht. Zweifellos ist die Welt der Antigravitation eine Welt der Nacht und Nebel, der außerirdischen Implikationen und der Finanzierung durch dunkles Geld. Der Mann, dem wir dieses Video gewidmet haben, war jedoch kein Machthaber im Hinterzimmer oder Mitglied einer Regierungselite, sondern ein gewöhnlicher Mann in einer außergewöhnlichen Position an der Spitze der Entdeckung der Antigravitation. Er hat dies nicht mit Milliarden von Dollar oder geheimen Regierungseinrichtungen erreicht, sondern einfach durch die Beobachtung der Natur und all ihrer wunderbaren Schöpfungen. Viktor Stepanowitsch Grebennikow wurde 1927 in Simferopol
einer bevölkerungsreichen Stadt auf der Halbinsel Krim, der damaligen Sowjetunion, geboren. Noch wenige Jahre vor seiner Geburt war die Stadt ein wichtiger Schauplatz des russischen Bürgerkriegs. Grebennikows Mutter war eine Adlige und sein Vater ein einfacher Mechaniker. Zwei Klassen, die sich früher nicht vermischt hätten. Grebennikow seinerseits war ein intelligenter, neugieriger junger Mann und er wurde einer der ersten einer neuen gebildeten Generation. Diese Ausbildung führte ihn als Erwachsenen nach Nowosibirsk, an die Südspitze der westsibirischen Tiefebene. Dort nahm Grebennikow ein breites Spektrum an Interessen wahr und wurde Wissenschaftler, insbesondere Entomologe, das ist das Studium von Insekten, aber auch Naturforscher, Maler und robuster Outdoor-Mann. Er könnte auch ein Dichter gewesen sein, wenn man bedenkt, wie er die natürliche Schönheit der sibirischen Steppe beschrieb. Wie er schrieb? Ein stiller Abend in der Steppe. Die rote Sonnenscheibe hat bereits den fernen, nebligen Horizont berührt. Entenschwärme schimmern über dem Abendsee. Auch Flussuferläufer sind in der Ferne zu hören. Der hohe, perlfarbene Himmel reckt sich über die beruhigende Welt der Steppe. Wie gut es ist, hier draußen zu sein, im offenen Land. Es war diese Liebe zur Natur, weit weg von den stickigen Büros und dicken Büchern, die normalerweise mit Wissenschaftlern assoziiert werden, die Grebennikow auf den Weg der Entdeckungen schickte, der sein Leben bestimmen sollte. Es geschah fast zufällig, eines Abends in den frühen 1980er Jahren. Grebennikow war seiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen und durchstreifte die weite Steppe mit der Absicht, unter den Sternen zu zelten. Als er seinen Kopf auf ein provisorisches Kissen legte, überkam Grebennikow ein unangenehmes Gefühl. Kopfschmerzen, Ohrensausen und ein metallischer Geschmack im Mund. Ihm wurde klar, dass er sein Lager auf einer unterirdischen Bienenstadt aufgeschlagen hatte, die nach seinen eigenen Worten tatsächlich die gesamte Steppe mit ihren Löchern übersät hat wie Schweizer Käse und an manchen Stellen fast wie ein Schwamm. Was könnte das bedeuten, fragte sich Grebennikow. Er kehrte noch viermal zu der Stelle zurück, bei unterschiedlichem Wetter und unterschiedlichen Tageszeiten und fand jedes Mal die gleichen Ergebnisse. Er stellte fest, dass er 5 Meter von der Grenze der Bienenstadt entfernt keine Auswirkungen spürte, aber sobald er das Gebiet betrat, fühlte er sich ähnlich unangenehm. Das beschäftigte Grebennikow einige Zeit, bis er sich Jahre später zufällig in einem Gebiet befand, in dem kürzlich eine andere Bienenstadt gestorben war, das heißt, infolge von Erosion und im Laufe der Zeit zusammengebrochen war. Während der Untersuchung des Standorts sammelte Grebennikow Teile des Nestes der bekannten Wabe und kehrte in sein Büro zurück. Dort bemerkte er das ungewöhnlichste Phänomen. Als er seine Hand über die Wabe legte, konnte er eine Hitze spüren, die von ihr ausging, ein thermisches Gefühl, das ihn benommen machte. Er brachte andere dazu, es zu versuchen, und sie berichteten ähnlich, fühlten Hitze oder kalten Wind, hatten Taubheit in ihren Fingern oder fühlten sich, als würde ihre Hand herumgeschoben. Am merkwürdigsten war, dass die Ursache dafür mit keinem traditionellen wissenschaftlichen Gerät gemessen werden konnte. Grebennikow bemerkte, dass Thermometer oder Ultraschalldetektoren, Magnetometer und Elektrometer nicht im geringsten darauf reagierten. Außerdem konnte der Effekt nicht durch Abdecken blockiert werden, selbst mit einem dicken Stück Metall nicht. Seltsamerweise begannen Uhren, sowohl mechanische als auch elektronische, ungenau zu laufen, wenn sie in der Nähe der Zone platziert wurden. Durch einen Zufall hatte Grebennikow den Hohlraumstruktureffekt entdeckt, wie er diese Art von Kraftfeld nannte, das kavernöse, wabenartige Objekte umgab. Grebennikow glaubte, dass dies eine wichtige und möglicherweise bahnbrechende Entdeckung sei und veröffentlichte einen Artikel über seine Ergebnisse. Überraschenderweise blieb der Artikel in der Mainstream-Wissenschaftsgemeinschaft unbemerkt oder ignoriert. Somit musste Grebennikow die Arbeit selbst fortsetzen. Während sein Status als Entomologe wahrscheinlich zumindest teilweise für die Gleichgültigkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft verantwortlich war, war es diese Berufung, die Grebennikow seinen nächsten großen Durchbruch ermöglichte, eine Entdeckung,
die alles verändern sollte. 1988 untersuchte Grebennikow die Chitinschalen von Insekten unter einem Mikroskop, als er bemerkte, was er folgendermaßen beschrieb: eine ungewöhnlich rhythmische, extrem geordnete, unvergleichliche Honigwabe, eine solide, multidimensionale Komposition, die aussah, als wäre sie von einer komplizierten, automatischen Maschine gepresst worden. Als er tiefer in sein Projekt eintauchte, geschah etwas Außergewöhnliches. Wie Grebennikow beschrieb: ich wollte gerade eine zweite identische Platte mit derselben ungewöhnlichen Zellstruktur auf seiner Unterseite fast absichtlich oben auf der ersten Platte platzieren. Doch dann löste sich das Plättchen von meiner Pinzette, hing ein paar Sekunden über dem anderen Plättchen auf dem Mikroskoptisch, dann ein paar Grad im Uhrzeigersinn gedreht und geschwenkt und erst dann fiel es abrupt auf den Tisch. Als ich wieder zu Sinnen kam, band ich ein paar Paneele mit einem Draht zusammen und es war keine leichte Sache. Es gelang mir nur, als ich sie vertikal positionierte. Was ich bekam, war ein mehrschichtiger Chitinblock, den ich auf den Schreibtisch legte. Selbst ein relativ großer Gegenstand wie eine Reißzwecke würde nicht darauf fallen. Etwas drückte es nach oben und zur Seite. Als ich die Heftzwecke oben auf dem Block befestigte, wurde ich Zeuge unglaublicher, unmöglicher Dinge. Die Heftzwecke verschwand für einige Augenblicke aus dem Blickfeld. Da wurde mir klar, dass dies kein Leuchtfeuer war, sondern etwas ganz anderes. Diese unglaubliche Entdeckung brachte Grebennikow zum Nachdenken. Die Wissenschaft vermutete, dass einige Käfer zu groß zum Fliegen sein müssten, aufgrund der Größe ihrer Flügel und der Geschwindigkeit ihres Flügelschlags. Wurde der Hohlraumstruktureffekt durch diese unvergleichliche Wabe verursacht und eine Art Antigravitationsfeld geschaffen, das es den Käfern ermöglichte, der Physik zu trotzen und zu fliegen? Sind die Käfer in Wirklichkeit gar nicht geflogen, sondern geschwebt? Diesem Gedankengang und den Arbeiten früherer Wissenschaftler wie Nikola Tesla folgend, machte sich Grebennikow daran, eine Art Antigravitationsfahrzeug zu bauen. Jahrelang arbeitete er mit Herz und Seele an dem Projekt, bis ihm schließlich etwas einfiel mit scheinbar erstaunlichen Eigenschaften. Durch das Anbringen von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Chitinschalen am Boden einer einfachen Holzplattform, hatte Grebennikow eine Art Antischwerkraftfahrzeug erfunden, von dem er behauptete, es könne sich bis zu 1500 Kilometer pro Stunde bis zu 300 Meter über dem Boden bewegen. Er bediente das Gerät, indem er auf die Plattform trat und zwei Griffe benutzte, die an einer einzigen Stange an der Basis befestigt waren. Trotz der unglaublichen Geschwindigkeiten spürte der Fahrer keine Effekte, keine Trägheitseigenschaften oder dynamischen Druck, fast so, als wären sie in einer Blase oder einem Kraftfeld eingeschlossen. Außerdem war das Gerät im Flug von unten unsichtbar und erschien nur als Lichtkugel oder Wolke am Himmel. Beobachter bemerkten, dass sogar sein Schatten im Flug fehlte und seine Uhr ständig vor- oder zurückging. Wir wissen von Einstein, dass Zeit, Raum und Schwerkraft miteinander verflochten sind. Demütig angesichts einer solchen, potenziell weltverändernden Erfindung, glaubte Grebennikow, dass die sogenannte echte Wissenschaft seine Entdeckung untersuchen sollte. Deshalb meldete er ein Patent an. Schockierenderweise wurde sein Patentantrag mit aller Entschiedenheit abgelehnt, während Grebennikow zurückgewiesen und von Skeptikern sowie anderen Wissenschaftlern zur Rede gestellt wurde. Es half sicherlich nicht, dass ihm ein fotografischer Beweis fehlte, da seine Kamera während des Fluges aufgrund des Hohlraumstruktureffektes ausfiel. Aber die Reaktion, die er für seine so bahnbrechende Erfindung erhielt, spiegelte die antagonistische Beziehung wider, die Grebennikow während seiner gesamten Karriere zum Establishment hatte. Er scheute sich nicht davor und behauptete, die Freude an kreativer Arbeit, selbst an Arbeit, die im Scheitern endet, ist viel höher und heller als der Erwerb von Diplomen, Medaillen oder Patenten. Und beschrieb diejenigen, mit denen er uneins war, als böse, unwissende Menschen. Aber vielleicht ging die Rezeption von Grebennikows Erfindung über bloßen Antagonismus hinaus.
1992, nachdem seine Patentanmeldung abgelehnt worden war, versuchte Grebennikow ein Buch zu veröffentlichen, in dem seine Entdeckung, die Prinzipien und Messungen seiner Erfindung detailliert beschrieben wurden, unterstützt durch eine Reihe vollfarbiger Bilder. Es wurde gesagt, dass diese Fotos einer Demonstration der Maschine enthalten würde, die Grebennikow in einem Museum gab. Kurz vor der Veröffentlichung des Buches nahmen die Herausgeber jedoch, möglicherweise auf Geheiß der Behörden, dramatische Bearbeitungen des Buches vor und entfernten hunderte von Bildern und alle schematischen Details. Warum wurden zur gleichen Zeit, als Grebennikow von Skeptikern angegriffen wurde, die Beweise für seine Erfindung untergraben? Laut einem langjährigen Kollegen war Grebennikow Teil eines sogenannten wissenschaftlichen Untergrunds, der vom wissenschaftlichen Establishment und von Regierungsbehörden verfolgt und schikaniert wurde. Angesichts des Geldes, das Regierungen zugegebenermaßen und angeblich für die Suche nach den Geheimnissen ausgegeben haben, die Grebennikow offenbar entdeckt hatte, ist es vielleicht keine Überraschung, dass seine Entdeckung unterdrückt wurde. Vielleicht war Grebennikow versehentlich über etwas Mächtigeres und damit Gefährlicheres gestolpert, als er sich hätte vorstellen können. Eine tiefe und fast mystische Kraft, nach der Menschen seit Jahrhunderten trachten, von der sie bei jeder UFO-Sichtung oder jedem unerklärlichen menschlichen Artefakt geträumt haben. Betrachten Sie die große Pyramide von Gizeh, eine Struktur, die so unglaublich ist, dass Generationen tiefgründiger Denker darüber spekuliert haben, wie eine alte Gesellschaft so etwas hätte erschaffen können. Es ist ein Mysterium, das so unerklärlich ist, dass einige vermuten, dass die Menschen damals Zugang zu einer Art außerirdischer Technologie gehabt haben müssen. Das ist vielleicht nicht so weit hergeholt, wie es klingt. Jüngste Forschungen zeigen, dass die Pyramide elektromagnetische Energie zentralisiert und in die inneren Kammern nach oben leitet, wie in Grebennikows Waben. Wo Chitinschalen von Käfern Grebennikows Flugmaschine antrieben, war der Käfer ein lebenswichtiges Symbol in der ägyptischen Mythologie, das oft in Kunst und Ikonen dargestellt wurde. Außerirdisch oder nicht, es scheint, dass die Ägypter Zugang zu einem Wissen hatten, das den Menschen verloren gegangen ist, nachdem die Regierungen Dürsten und Jahrhunderte später von Grebennikow wiederentdeckt wurden. Was Grebennikow genau entdeckte, ist bis heute unbekannt. Es mag unglaublich klingen, aber das Mysteriöse tut es meist auch, bis es Wirklichkeit wird. Vor seinem Tod im Jahr 2001 hinterließ uns Grebennikow diese Worte: Es gibt keine Mystik. Die Sache ist einfach die, dass wir, die Menschen, noch wenig über das Universum wissen, das, wie wir sehen, nicht immer unsere allzu menschlichen Regeln, Annahmen und Anordnungen akzeptiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, um in Zukunft nichts zu verpassen.